Denn die Hälfte. Ihr wisst gar nicht, dass ich überhaupt schon aufnehme. Und deswegen breche ich jetzt die Kurzunterhaltung einfach ab. Und zwar dränge ich mich jetzt in den Vordergrund. Wir haben nämlich jetzt einfach mal gesagt, wir machen zu dritt eine Loot-Challenge. Guso, war das schon, dass ich noch gar nichts vorbereitet habe. Und das ist total egal. Ich hab noch nicht mal Erstserver gestartet. Okay. Das Witz ist noch nicht mal an. Was ich dachte so, wow, macht das jetzt einen Witz oder so? Ich sitze so und denke so, scheiße, soll ich schon aufnehmen? Habe ich irgendwas verpennt oder so? Es läuft trotzdem schon. Ich fange das Video zumindest schon an. Aber ich kann es ja trotzdem schon mal erklären. Für die anderen, die sehen das ja dann in den anderen Channels genauso. Also Loot Challenge, wer am meisten zieht innerhalb von 10 Minuten. Und ja, wie gesagt, die Herren starten gleich ihre Geräte. Und dann sagen wir 10 Minuten Vollgas, Kasernen pushen und... Ich muss meine 40 Gems wieder wasten. Ich finde es richtig toll. Leute, ich habe auch einen Timer, also falls jemand anders... ich habe auch mein iPhone am Start. Neu machen. Was soll das hier? Ich verstehe das nicht. Du kannst doch deine Begrüßung dann machen, das ist doch kein Thema. Okay. Ja, gut, und dann hört man aber, dann hört man deine Begrüßung auch bei mir im Video, das ist doch alles cool. Okay. Also jetzt fange ich einfach mit meiner Begrüßung an. Genau. Ich scheiß auf dich. Nein. Sehr geil. So, warte. Ich mache jetzt einfach mal. Super, drei Begrüßungen in einem Video. Genau. Weltneuheit. Geil. So. Liebe, ich scheiß auf dich. Sehr geil. Okay, du darfst. So. Also, wartet. Ich muss lachen, wartet kurz. Jo, meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und das diesmal eine Loot-Challenge und zwar ist mit dabei der Guso und der Lichtle. Genau. So sieht's aus. Also, ja, jetzt seht ihr einfach mal, dass wir uns auch so mal zu dritt unterhalten können und das ist ziemlich cool und wir sind ziemlich sozial und wir haben alle ein Ziel, wir wollen die Besten sein. Genau. Ja, gesagt, wir hatten wieder die Behauptung in den Raum gestellt, dass ich sozial bin, Frechheit. Hast du jetzt eigentlich schon gestartet? Ja, genau. Ich musste mir erst einen Key holen und alles, das dauert. Das ist... Was brauchst du denn für einen Key? Ja, ich hab da irgendwie so eine Testversion von dem, weil mein Key nicht mehr funktioniert, nicht mehr mal gekauft habe. Ho, 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 rede nicht zu viel, wir nehmen auf. Alles gut, alles gut. So, so, der sollte Cracker, gehen. Der Cracker und der Hacker. Der Cracker und der Hacker. Cracker. Ja, mein Crack-Doch-Programm, oder? Heißt es denn nicht Nein, Cracker? Ich habe mir das mal gekauft. Und dann habe ich aber Mac gehabt, habe den Support angeschrieben, dass sie mir den Key auf dem Mac ändern sollen, weil das nicht geht, dass der auf Windows und Mac funktioniert. Und das wäre schade. Dann haben die mir den geändert. Ja. Und jetzt bin ich aber wieder auf Windows unterwegs und kann ich ihn aber nicht nochmal ändern. Och, deshalb muss ich mir da die ganze Zeit die Testversion neu runterladen, weil ich keine Lust habe, nochmal 15 Euro zu zahlen. Ich habe gerade mein Headset, also mein iPhone-Kabel, an meinem Mic festgezogen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Aber jetzt klappt's wieder. So, läuft das langsam mit deinem Key hier? No. Wir nehmen schon so 3 Minuten auf. Ja, so, genau. 3:18. Nebenbei kann ich ja schon mal zeigen, welche Troops ich verwenden werde. Ich würde sagen, das ist nicht meine Schuld, wenn der einfach so die Aufnahme startet. Ja, Aufnahme gesprengt, Junge. Was soll's? Ja, also, ich denke, ich habe mit den Truppen am meisten Chancen. mal schauen. Also ich habe auch richtig spannende Truppen. Ja, was hast du dieses Jahr? Was hast du am Start? Oh shit, ich habe noch Packers und ich so mit. Richtig geile Truppen. Ich habe einfach nur Bogies. Auch nicht schlecht. Ich gehe danach auf Bogies und Kobis, wie immer. Warum, was ist denn jetzt dabei? Na, jetzt, ja genau, was habe ich jetzt dabei? Ich habe jetzt dabei Riesenmauerbrecher, Bogies und Kobis und Helden. Okay. Oh ja, aber ich kann mir die Helden gemmen, aber ich meine, die Helden... Ich habe meine Helden jetzt auch nicht mit. Ich habe meine Helden nicht mit, weil beide schlafen. Die okay, ich gemme die kurz. Ja, bloß, ich meine, ja, aber gemmen bringt ja auch nur das eine Mal was. Danach gemmen wäre ja ein bisschen sehr viel krass Ressourcenverschwendung. Ich habe die jetzt einfach so geboostet, dass sie, wenn sie nur ein bisschen angehetet werden... In 10 Minuten, ja, die werden sie nicht. Braucht wer Truppen, ja. Ich werde danach gleich richtig Truppen brauchen, aber egal. Wer von euch stellt sich den Timer? Ich würde sagen, Ich hab schon. Okay. Das heißt, wir beginnen alle gleichzeitig. Ja klar, logisch, das macht Sinn. Weil nämlich dann kann ich sagen, hey, ich hab den besten Loot. Und nebenbei, also nur noch mal kurz als Erklärung an alle anderen. Ich denke, das Video macht wirklich am meisten Sinn, wenn ihr einen riesigen, fetten Monitor habt und euch alle drei Videos auf einmal nebeneinander
in einer Timeline halbwegs hinschiebt und dann synchron an. Eines von den Videos lasst ihr den Ton laufen und die anderen beiden, da dreht ihr den Ton ganz ab. Genau. Ja, das wäre natürlich auch ziemlich geil. Alles doppelt. Ja, okay, das wäre natürlich ziemlich geil. Genau, und hört aber nur einmal den Sound. Nein, dann machen wir, genau, richtig. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Dann mache ich jetzt in dem Fall ein Zeichen, ein Synchronisität. Nee, das machen wir am Ende, gleich am Start, wenn wir starten. Zählen wir runter, 3, 2, 1 und zeigen das auch. Also ich habe zumindest die Facecam an. Und dann 3, 2, 1 und so weiter und so fort. Und dann passt das. Cool. Oh, okay. Sehr gut. Ja, kriegen wir schon hin, Leute, kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, ja. Leute, so seht ihr einfach mal wirklich, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass ihr eben halt einfach seht, ey, wir, es ist nicht einfach nur so man sagt, hier, komm, wir müssen ein Video machen, ja, okay, sondern einfach wirklich, dass wir uns einfach mal über Skype so unterhalten, wenn wir einfach mal Zeit haben und so eine Sachen dabei rauskommen. Und das ist, denke ich mal, auch für euch eine wichtige Sache, einfach da ein bisschen, ja, mehr reinzusehen. Und ja, da dann Bescheid zu wissen, wie das alles überhaupt abläuft. Genau. Mhm. So, Licht, Last ist jetzt, oder? Das Programm läuft, aber ich muss jetzt noch die Aufnahme starten und halt das Aufnahmeprogramm einrichten. Ah, okay. Du musst es noch einrichten. Wir sehen uns dann. Ich gehe noch mal kurz zur Tankstelle, ne? Bis gleich. Spaß. So. So. Ich habe echt irgendwie Schiss, dass ich total verkacken werde in dieser Loot-Challenge, weil ich habe kein Glück mit Loot. Ich glaube, ich fange jetzt gleich an zu boosten, oder? Ja, du machst einen 2-Stunden-Boost, musst dir überlegen, dass wir nur 10 Minuten aufnehmen. Das heißt, ich fahre danach 100% weiter. Ja, naja, man kann ja nicht die Gems wasten, klar. Muss ja irgendwie... Naja, ich weiß aber auch nicht, ich hab eigentlich keinen Bock auf Boost, aber Fakt ist, ich meine, dann zieht man ja richtig die Arschkarte. Naja, das ist dann, da ist man halt schon hart im Nachteil, wenn die Truppen viermal so lang, nee, warte mal, was ist denn das? Doch viermal so ja, lang. Ja, doch, oder? Doch viermal so lang. Ja, das viermal so lang brauchen, da hat man schon irgendwie. Aber bei mir wäre das eh egal, ich hätte gar nicht boosten müssen, weil bis ich einen Gegner gefunden habe, sind meine anderen Truppen eh schon wieder fertig. So, kannst du losgehen? So, genau. Ja, jetzt muss ich aber noch. So, Gusova? Ja. Die 6? Ja. Okay, ja, nur vom Sound her. Lichtle, ich dachte, Lichtle sagt jetzt irgendwie, ach, jetzt muss ich erstmal wieder meinen Greenscreen aufspannen. Ah, nee, du machst ja ohne Facecam. Ja, ich mach ohne Facecam. Egal. Okay, also. Yeah. So, Clash ist started. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Hallo Leute, heute gibt es eine neue Loot-Challenge mit dem D6. Moinsen. Und dem Guseva. Ja, und ich nehme seit 7 Minuten und 50 Sekunden auf. Genau, wir nehmen das Ganze nämlich synchron auf, das heißt, nein, wir nehmen es nicht synchron auf. Jeder nimmt einfach auf, wie er will, und dann gibt es einen kleinen Counter und wann startet, das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, ja, die drei Videos öffnen auf eurem Bildschirm und die dann synchron laufen lassen, damit ihr auch seht, wer gerade welchen Gegner hat. Wir werden nämlich in Skype bleiben und dann, ja, werden wir uns so, ja, ein paar Beschimpfungen zurufen, wer jetzt den besten Gegner hat und wer nicht. Und es geht eben darum, dass wir 10 Minuten Zeit haben und in 10 Minuten müssen wir... Ja, so viel Loot wie möglich, ich sag mal, ja, bekommen, erfarmen. Und ja, es ist alles erlaubt, Gems wasten bis zum geht nicht mehr. Ich habe jetzt nur 260, das heißt, das ist bei mir nicht so der Fall. Ich glaube, bei D6 eher, bei Guse war so gar nicht. Und so sieht's aus. So, Sekunde, ich mache jetzt nochmal schnell, ich beginne schon mal die Truppen auszubilden, weil ihr habt jetzt sicher schon volle Armeelager, richtig? Ja. Ja, gut, da bin ich ein bisschen... Pinke Ponys will einer haben. Noch, genau, ich habe jetzt auch noch hier Packers mit, das heißt, der erste Angriff wird wohl mit Packers stattfinden. Und ja, wir werden mal sehen, wer hier jetzt am meisten Loot bekommt. Und da ist auch noch ein Drachen Level 4 in der Clan Castle, der dürfte mir ein bisschen weiterhelfen. Ja, Clan Castle habe ich natürlich noch den Heiler von dir, D6. Das war natürlich sehr nett. Ich habe für Go Wipe angefragt und du spendest mir einen Heiler. Das war. Und Kobis. Ja. Und Kobis, genau. Und Kobis. Ja. Ja, für mich hat das irgendwie gepasst zu Go Wipe. So, ich würde sagen, ich bin bereit. Ja, ich booste noch. Sekunde. Zack. Ja, genau. Ich hau auch den Boost rein. Zack. Perfekt. Die Truppen sind jetzt bei mir voll. Okay, und dann ja, also, hauen wir rein. Leute, ich will noch kurz sagen, ihr werdet auf meinem Bildschirm meine Taktik sehen. Ich habe mir da nämlich was ausgedacht. Ihr seht, ihr seht, was ich gemacht habe. Und ihr werdet schon sehen, ich habe da so meine eigene Taktik. Und ja. Gut, also ich würde sagen, Guse, du hast den Countdown. Genau, und zwar 3, 2,
Eins und Start. So, du hast noch Bildschirmübertragung an, oder? Ist doch scheißegal. Uso hat noch Bildschirmübertragung. Ja, ja, das ist nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Jetzt aus. Ich habe nichts zu verbergen. Nee, ich hoffe nur, dass bei mir Reflektor jetzt nicht irgendwie nachhängt oder so. Sieht aber nicht genau, so aus. Genau, ich will Ressourcen. Nee, nicht Ressourcen, sondern. Habt ihr schon was gefunden? Nee. Oh, nice. 380. Yes. Was? Yes. Ist das kriegst du nicht? Yes. Kriegst du aber nicht. Small, Alter. Oh shit, okay. Alter, Riesen, gut, oh, ach Gott. Komm, ich hau einfach mal Riesen raus, weil es muss ja. Gott, ich finde nichts. 50.000 von beidem ist ja lächerlich. Ja, ich auch gerade. Das war gerade eine Radoszene mit 6er Mauern. Ich meine, was soll das? Bei mir braucht es an sich schon 100 Jahre, um allein Gegner zu suchen. Ja, bei mir auch. Das dauert einfach. 250.000. Yes. Ist das euer? Ja, der King ist im Ring, aber Mann. Wenn ich das Ding jetzt natürlich verkacke, wäre richtig schlecht, aber egal. Warte mal, ich versuche das jetzt zu getten. Also jetzt mal hier so zur Zusammenfassung. Usova hat 300.000. Okay, den snack ich mir aber. Ich muss mal gucken, ob ich die 300.000 auch nach Hause fahre. Das ist ja die nächste Sache. Also das ist ja mal mein Problem. Ich fahre auf keinen Fall meine 300.000 nach Hause. Wow, weil den King. Ich war vielleicht... weiß gar nicht, okay, das wird hart. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Fehler begangen. Doch, definitiv, Junge. Definitiv. Würde eigentlich der Loot-Bonus dazu zählen? Ja, am Ende, wir gucken, nein, weil es wird nicht dazu gezählt, weil folgendes Problem, wir gucken nur die Angriffe danach an. Wir gucken im Angriffslocken, gerade noch die Queen geraged. Alter, wie so, viel du da bekommst? Ich mach gerade meine Tricks hier. Ja, in Ordnung. Wartet mal, jetzt wäre es natürlich geil. Ich hätte ja natürlich gerne jetzt das Dunkle gejammt, gewastet hier gezogen, aber ich hau jetzt meine 4 Rage-Spells raus. Okay, Leute, wir haben noch gar nicht gesagt, genau. Scheiße. Wir sind uns selbst noch nicht einig gewesen, was wird jetzt die Bestrafung sein? Derjenige, der verliert, stimmt. Die beiden, die verlieren. Es gibt nämlich nur einen Gewinner. Und ja, wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass wohl das Coolste wäre, wenn man, ich sag mal, 20 Packers in einem, ich sag mal, fremden Clan spendet. Das wäre dann... ja, Bestrafung genug für den Ressourcen, keine Ahnung, wie viel sind 20 Packers? Richtig viel. Und kommt drauf an, welches Level. Wir sind, denke ich mal, alle drei, oder? Meiner ist 5. Ja, läuft bei dir, Junge. Du hast verloren, offiziell. Ja, ich jetzt nicht gewinne, Leute, wenn ne? Du das gewinnst, genau. Alles so, offen. Ja, genau. Oh, meine Queen holt sich jetzt hoffentlich noch das Dunkle danach. Das sind nämlich auch noch 1000. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, Queen. So, ich bin meine Tricks am Maken, ich würde sagen. Ich hoffe, das bringt mir dann so den final Vorteil. Oh, ich habe gerade gesehen, dass es total fail ist, wenn man jetzt darauf achtet, oh, hier viel Loot und sowas und so weiter und so fort. Schon, man muss drauf gucken, dass man viel Loot hat, weil das Warten auf die Truppen dauert ewig. Von daher, wenn du da verkackt hast, ist doof. Oder habe ich auch meinen Trick mit dem Truppenwarten, aber den werde ich jetzt hier nicht brauchst nicht sagen. Posaunen. Genau, damit ich will auch den Sieg nach Hause holen, das ist klar. Ich werde mir nicht noch mehr jetzt, ich könnte jetzt nochmal sagen, okay, Truppen nochmal jammen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Das ist klar, ich jamme meine Truppen ein bisschen, aber nicht viel. Also mein Trick ist einfach, die Army Camps direkt wieder full jam. Ja. Ja, gut. Ja, nee, das ist Dizziak-Style, das ist einfach Dizziak-Style. Ja, wenn man den Sieg will, muss man dafür leiden. So. Jetzt habe ich leider nur meine Helden vergessen, die haben im letzten Angriff ganz gut geholt. Ich habe gar keine Helden, Leute, ihr seid so im Vorteil. Ich habe keine Helden, die bauen bei mir gerade noch aus. Das ist... Ich bin Town Hall 10, ich bin sowieso ein bisschen im Nachteil vom Loot finden, aber... Ich habe jetzt einfach mal ganz kess eine Kaserne gejammt nochmal, weil ich es drauf habe. Wie, du hast nur eine Kaserne insgesamt gejammt? Nein, aber ich habe die nochmal, alle habe ich geboostet und die habe ich jetzt nochmal gejammt. Ah, okay. Oh Gott, Leute, ich bin aber einfach nicht. Ja, offiziell erzählt er hier, ja, ich suche. Weißt du, und dann zieht er uns alleine mit dem dunklen Alex ab. Nee, also ich habe jetzt schon 4 Angriffe gemacht, das ist kein Problem. Alter, was bitte? Hä, wie viel habt ihr denn gemacht? Einen. Läuft bei euch. Meine Tipps sind am Getzen, ich sag's euch. Guseba, wie viel Zeit haben wir noch? Noch etwas über 5 Minuten. Okay, oh shit. Warte du mal, willst Uso, mir nicht erzählen, dass du 4 Angriffe gerade gemacht hast. Das ist mein Trick. Das ist mein Trick, Leute. Der funktioniert. Es ist kein Hack, es ist nichts. Ich sag mal so. Irgendwie so ein Loot-Hack. Er drückt so einmal auf Search direkt 300.000. Zack. Nein, Angriff, so ist es nicht. Oh, ich hab nur 5%. Aber es ist ein guter Trick, den habe ich früher auch angewandt beim Fahren. Was? Bin dann aber zu faul dazu geworden. Mein Clash Plans hatte ich geschlossen, weil ich nur noch 5% hatte. Sehr geil. Startet. Okay, ich denke mal, D6 hat jetzt Probleme.
So, okay, nein. Aber gute Gegner finde ich auch nicht. Die haben alle entweder die Ressourcen richtig weit drinnen oder sie haben nichts. Oh, 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 nein, das ist ein Rathaus 9. Wieso? Nein. Ja. Willst du ganz kurz die Bildschirmübertragung abbrechen? Okay. Weil ich habe irgendwie Schiss, dass mein Reflektor nachhängt, weil ich habe nicht so eine krasse Leitung und ja, Moment, ja, das ist immer so ein bisschen risky. Danke dir, Digga. So, okay. Oh, shit, okay. Ich mach die auf Beenden, zack. Ey, so. Lichler hat doch so gewonnen, wenn der schon so viel Angriffe hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Angriffe waren nicht gut. Die Angriffe die waren, ach nee, die waren ja eigentlich ganz schlecht. Ja, ja, genau. Junge. Außer er macht's halt wirklich so, er geht auf Speed und macht die Angriffe, aber während wir einmachen das und reicht, holt jedes Mal 60.000. Nee, das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Nein, ich bin so blöd. Jetzt habe ich meinen Trick gemacht, aber ich habe ihn falsch gemacht. Ja, siehst du? Falscher Trick. Mann. Okay, gut. Fail des Todes. Ich bin echt gespannt auf seinen Trick. Okay, jetzt habe ich richtig viele Truppen gewastet dadurch. Oh, fuck. Das Gute ist, Bogis kosten nicht so viel. Ich weiß, ich gebe 200 Gems aus und das tut mir auch leid so. Das sind 2,50 €, aber ich sag mal, ich habe keine Lust, 20 Packers zu machen. So ist es nun mal. Ich denke mal, da hat keiner von euch Lust. Vor allem bei uns ist gerade Clankrieg und das wäre dann noch suboptimaler. Hm. Warte mal, was habt ihr für Angriffe gehabt? Sagt man nur so circa. Ich glaube fast 400.000. Was? Wie bitte? Okay, aber krass. Nein, beides zusammen, ne? Beides zusammen. Ja, ja, trotzdem. Ja, krass. Okay, dann muss ich noch aufholen. Das heißt, ja, ich auch. Aber ich finde nichts mehr gerade. Ich finde nichts. Mir geht's jetzt nicht so viel anders. Also ich muss wir sagen, haben noch ich etwas über 3 Minuten. Nur noch 3 Minuten, okay. Okay, ich greife aber auch die Gegner an, die jetzt nicht so viel krass haben. Ich hoffe, das hilft mir auch weiter so. Oh, okay. Ich verliere das 100%. Ja, ich hoffe, du verlierst. Wir haben alle auf ja, eine ja, Stelle ich... genau alle dasselbe, wa? Ja, so, das ist hier, Gott. Ja, ich greife jetzt auch nochmal einfach irgendeinen an hier, irgendeinen kleinen Peter. Aber oder Lichte lacht sich gerade ins Fäustchen und hat schon den fetten Loot bekommen. Ich habe wirklich keinen guten bekommen, so. Ich habe, warte mal, mein höchster war... oh shit, die sind alle richtig schlecht. Ja, alle richtig 190.000. Genau. Ja, so schlecht insgesamt ist das auch nicht. Oder? Oh fuck, ich habe richtig Angriffe verschissen. Mein Trick hat nicht funktioniert, shit. Okay. Aber da bin ich richtig gespannt danach. Dann bin ich richtig schlecht dran. Ich bin richtig schlecht dran gerade. Ich muss jetzt noch irgendeinen guten Gegner finden in den 3 Minuten. Weil anscheinend waren die Basen einfach für meine Truppen zu stark. Okay, da bin ich selber okay, auch. Leute, ich kann es euch jetzt eh schon sagen, ist nämlich der Ende des Angriffs. Ihr könnt einfach den Prozess Clash of Clans beenden und der Angriff geht von selbst fertig. Ah, okay, stimmt. Den Angriff ja, du ansehen. Hast recht. Ja, ah, ja. Aber das reicht. Damit hast du keinen Zeitunterschied. Das ist minimal. Damit habe ich Zeitunterschied. Ja, doch. Klar, wenn du alles spammst. Genau, aber ich aber da habe ich, hab ich auch. Nee, das bringt dir nichts. Und deswegen habe ich auch einige Angriffe verloren. Ja, ich denk mal, nicht einige. Da hast du ganz viele verloren. Ich habe 2 verloren, genau. Ja. Das ist, ich meine, ist eine gute Taktik, theoretisch, aber bringt dir nichts. Ja, eigentlich schon, wenn die Basis richtig schlecht ist. Ja, erstens das, oder wenn du richtig, richtig krank, abartig hohe Truppen hast, zum Beispiel Loons, die immer jede Basis platt machen, dann hättest du gewonnen. Lass dir den Trick gesagt sein, aber es ist zu spät, du hast nur noch etwas über eine Minute. Ja, Junge, und ich habe einen 200k Gegner. Okay, aber wir dürfen den Angriff fertig machen. 200k machen von beidem. Natürlich von beidem, Mann. Rede ich von einem? Nee. Rede ich von einem, Junge? Oh, shit. Uso gewinnt, ja. Ich hab's einfach im Gefühl. Ich find einfach nichts. Ich auch nix, ey. Ich brauche jetzt einen krassen Gegner. Ich brauche einen krassen Gegner. Kommt schon. Uso, wie viel Zeit haben wir noch? Du musst das ansagen. Eine Minute 15? Eine Minute 15. Okay, wir dürfen den Angriff noch auslaufen lassen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir dürfen den Angriff noch fertig machen. Ja, ja, komm, so okay. Kleinlich haben wir egal, uns. Egal, ich hol mir den Loot, ist mir egal. 100.000 von jedem geht. Ja, klar, ja, eine klar. Minute noch. Was, fuck. Eine Minute, okay. So, ich muss jetzt noch den Gegner finden, der Gegner, der mich hier rausholt. Also es wird richtig episch, krass, eng, denke ich mal. Beziehungsweise auch richtig tricky. Von wegen immer und so und wie auch immer. Eine Minute, ja, da schaffe ich vielleicht noch einen Angriff. Ja, ich weiß. 39 Sekunden. 39 Sekunden. Und wenn die Zeit fällt, dann muss man den Gegner, den man hat, sage ich mal, genau, den muss man dann nehmen. Genau, den muss man nehmen. Und dann. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und greife noch gleich nochmal so ein 50.000er an von beiden oder so. Ich nehme hier nochmal meinen 200k-Gegner. Schon direkt den zweiten oder was? Na, den dritten logischerweise, Junge, Alter. Was? Mit was? Hallo, Junge. Was? Kommt, jetzt hört mal auf, ey. Hä? Cousin hat die Hex? Wie jetzt? Du hast jetzt so, wir haben jetzt 9 Sekunden, also langsam müsstet ihr jetzt... Was, 9 Sekunden? Ja, ihr müsstet... Kleinen Moment, ihr müsst...
Warte. Stopp. Diesen Gegner angreifen. Okay. Nein! Okay. Ja, ihr hört den Timer. Oh, okay. Okay, alles gut. Ich hab gerade noch einen Angriff gestartet. Du konntest doch einmal suchen. Ich hab noch gar nichts davon. Oh, jetzt kriege ich langsam das Alex. Weil es ging nur ums Alex bei mir. Und ich stand gerade noch bis gerade vor kurzem auf null. Nee, ich hab verkackt. Ich hab die Angriffe immer beendet zu früh. Weil ich gerade jetzt noch einen Gegner suchen wollte und sonst habe ich ihn auch einmal... Ich hab gefailt. Du hast 100% gewonnen, 100%. 100%ig, ja. Ich habe einfach so gefailt. Es ist so krass, was man, wenn man so unter Druck steht, was dann so los ist. Die Sache ist die, ich kann ja jetzt nicht mit Erfahrung von Clash of Clans, raushauen oder punkten, sondern einfach nur mit Lebenserfahrung. Und mit einem kleinen bisschen Swag. Kommt wieder gut, oh, geil. Swag. genau. Gleich noch die Clash of Clans Brille aufziehen. Aber mein Angriff geht noch 1:30. Mal gucken, was wir hier noch holen. Ich mache jetzt noch einen Three-Star Guard zum Ende. Okay, also ich habe ziemlich verschissen. Wie viel hast du? Ich habe aber, warte, lass mich mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Angriffe gemacht. Lord. Alter. Das heißt... Mal sehen, ich zähle das jetzt zusammen. Ich suche mal jetzt einen schönen Rechner. Ja, und ich denke mal, das kann man noch in der Aufnahme machen, weil das kein Problem ist. Das seht ihr jetzt, obwohl ich kann das eigentlich am iPad rechnen, das ist kein Problem. So, wo ist der Rechner? Da ist der Rechner. Ich glaube, jetzt ziehe ich hier nichts mehr. Ah, shit, okay, warte mal, da gehe ich. Ganz tricky, ich tricky. Nichts mehr. Ich gehe auf meinem Computer on in Clash of Clans und rechne das am iPad aus. Dann sehe ich nämlich auch den Angriffslog. Ich guck mal bei mir rein. So. Ich kann nämlich gar nicht mehr so lange. Oh so Gott, ich hab so Angst, Alter. Ich hab auch so richtig. Ich auch? Ich hab grad mal drei Angriffe geschafft. Du brauchst keine Angst haben, wenn du da mit 200.000 Angriffen kommst. Ist wirklich so. Ich hab vielleicht insgesamt. Leute, runden wir auf und ab? Einfach. Nee, nein, ganz nein, genau. Nein, ich würde auch sagen, ganz genau. Ja, wir werden eh lang nicht so nah aneinander kommen, aber. Das sagst du jetzt. Ja, gut. Okay. So. Ja, jetzt sucht jeder seinen Rechner. Scheiße. Ich spule das Rechnen jetzt vor, weil das einfach sonst langweilig. Ja, ich rechne. Ich wollte ja sehen, wie ich rechne. Ach toll. Ach toll? Ach toll ist immer gut. Ich hab so wenig, Mann. Ich hab so wenig. Warum nur? Richtig wenig. Oh, das eine dunkle Elixier, das wird mich retten. Die beste Rechnung plus 1. Ich hatte 1778 bei einem. Dunkles. Ja. Super. Gusuba. Gratuliere. Also ich hatte ja bei dem einen. Hey lol, da habe ich nur voll wenig dunkles geholt, was ein Scheiß. So, ja doch. Ah, so los. Viel, ey, aber so viel ist das gar nicht. Nein. Wetten, du kommst jetzt irgendwie mit 500.000 oder 600.000. Oh, ja, ist einfach so. Ja, ist echt so. Braucht man sich keine Hoffnungen machen, ist ganz einfach. Bete gerade so, dass ich irgendwie noch eine Chance gegen Guso habe. Wenn Lichtle jetzt gewinnt, bringe ich mich um. So. Sag's nicht. Nein. Sagen das alle gleichzeitig. Genau. Warte mal, ich brauche noch einen Moment. Ich glaube jetzt offiziell, ihr braucht doch nicht so genau rechnen. Sei leise. Gott. Sei ja, alles leise. Cool. Nee, dieses genau rechnen brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht, weil... Ich mach's aber. Ja, ich auch. Ich hab ganz genau, wirklich. Ich hoffe, dieser Scheiß-Taschenrechner, den ich gerade geholt habe, kriegt das jetzt hin. Ich habe einfach so im Internet Taschenrechner eingegeben. Hast du diesen, welchen hast du, wie heißt der? Der ist auf Web 2.0 Rechner. Ja, der ist richtig gut, den kenne ich. Ich sehe gerade, mir hat gerade einer geschrieben und er schrieb gerade, der ich habe gar nicht so, ich habe gar nicht so wenig, ich habe relativ viel. Auch nicht viel. So wenig. Ich habe okay. So wenig, okay. Gut, also, wir haben jetzt, denke ich mal, alle unsere Zahlen. Ihr sucht auf meine Bildschirme. Ich würde sagen, Lichtle fängt an. Okay. Ich will nicht anfangen. Ah, Ziel. Doch, du fängst jetzt an. Nein, wie schätzt ihr euch ein? Also, ich denke, Guse ist der Erste, Moritz ist der Letzte und ich bin der Zweite. Ne, dann fangen wir mit Moritz an. Fangen wir mit Moritz an. Ich habe 798.000. Was? 798.000.
Ja, ich glaube schon. Hä, wie, oder habe ich einen Angriff doppelt das? Genommen? Warte mal. Ich habe hier einmal 200.000 plus 100, da sind wir schon mal bei 350.000. Ach du Kacke. Nochmal 84.000 okay, plus okay, 69.000. Okay, du bist ziemlich nice. Ich okay, habe 108.656. Ich rechne jetzt nochmal nach, Leute. Du brauchst nicht nachrechnen, glaub mir, ich bin bei 1,3 Milliarden. Milliarden? Millionen. Yeah. Was? Ja, hier die Zahl offiziell in krass. Der Facecam. In 10 Minuten, in 10 Minuten. Und was? ich sag euch eins, was? Ich kann es. Warte mal, ich glaube aber, ich habe wirklich irgendeinen Angriff zusammengerechnet, oder? 200.000? Ne, das kommt hin. Was? Gut, ich habe natürlich auch gefailt. Und jetzt mit dem nur mal Angriff kurz, kleinen Moment, ich mache nochmal für die Dingscam für die anderen an, dass die das auch sehen. Weil sonst heißt es wieder ja glauben, weil die ja nicht. Also wir haben angefangen, hier, ihr seht eindeutig, das war davor, eine Stunde noch was davor, also vor 14 Minuten, der hat natürlich gleich richtig reingeschissen. Dann war der relativ und jetzt geht's hier los. Hier wieder, das ist ein 400k-Rate. Okay, und hier haben wir auch nochmal 200k und das geht natürlich megamäßig nach oben. Okay, krass. Alter. Gut, also ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal Packers ausbilden. Hier. Ich auch. ich denke mal, das Video kommt einfach, ich sag mal, 10 Minuten nach dem hier. Das heißt, genau. Dann hat der Zuschauer das wahrscheinlich dann schon gesehen, das Video. Genau. Und dann kann er auch gleich mal auf die Bestrafung klicken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen auf unseren allen Channeln. Genau, bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss.